Wenn ihr also gerne backt wie ich, dann habt ihr diese Dinger hier sicher schon mal gesehen. Sie nennen sich Äpfelrosen oder Äpfelblumen. Und ich habe recht lang getüftelt, bis ich meine perfekte Äpfelblumen draussen hatte. Bei mir hat es noch einiges Aprikosen drin. Als erstes starten wir wie immer mal mit den Zutaten. Aber so viel kann ich schon mal garantieren. Sie sind viel einfacher, als sie aussehen. Und sie schmecken natürlich mega gut. Diese Zutaten ergeben sieben Äpfelblumen. Wir brauchen 2 bis 3 rote Äpfel. Ein rechteckiger Blätterteig, 4 bis 5 Esslöffel Aprikosengonfi, am besten nehmt ihr die ohne Stückchen drin, 2 bis 3 Esslöffel gemahlene Haselnüsse, Zucker und Zimt zum Bestreuen, Puderzucker zum Bestäuben, noch ein bisschen Aprikosengonfi zum Bestreichen oder alternativ kann man auch ein bisschen Honig nehmen zum Beträufeln am Schluss. Zusätzlich brauchen wir ein bisschen Butter und ein bisschen Mehl für das Muffinblech. Das Muffinblech habe ich bereits mit etwas Butter eingefettet und mit Mehl bestäubt, damit die Blumen nachher nicht bleiben kleben. Jetzt habe ich die Töpfe, befreie sie vom Gigachi, also vom Kerngehäuse. Ich halbiere sie noch einmal, halbieren, damit wir 4 haben und hobble die 4 in feine Spalten. Leider ist das hier nicht der beste Hobel, das gibt einen kleinen Krampf und nicht jede Spalte wird perfekt, aber das macht nichts, weil die Reste schmeißen wir natürlich nicht weg. Mit denen machen wir zum Beispiel noch ein Apfelmus oder wir können sie natürlich ganz einfach essen. Jetzt soll ich den Blätterteig auslecken und noch ein ganz bisschen dünner walzen. Wichtig, der Blätterteig muss unbedingt direkt aus dem Kühlschrank kommen, sonst ist er dann zu weich. Auf der schmaleren Seite schneide ich ihn in 7 mehr oder weniger gleichmäßige Streifen und bestreiche den Teig mit Gomfi. Dann bestreue ich ihn mit Zimt und Zucker und dann kommen die Äpfelscheiben drauf. Die Scheiben sollten natürlich ein bisschen über den Teig drüber schauen. Hier schaue ich immer, dass das Spitzli von der einen Äpfelscheibe in der Hälfte der vorderen Äpfelscheibe liegt. Ui, jetzt merke ich schon, der Teig wird langsam zu warm. Darum lege ich die Hälfte zurück in den Kühlschrank. Und auch hier bestreiche ich natürlich den Teig nochmal mit Gomfi bestreichen. Zimt und Zucker und Haselnüsse kommen dann auch noch drauf. Ob man die unter- oder über die Äpfel spalten tut, das ist nicht so wichtig. Teigstreifen zusammenklappen, gut andrücken und jetzt vorsichtig aufrollen. Vor allem am Anfang dieser Rollen, weil die ja ganz klein sind, sollte man schauen, dass die Äpfelspalten ganz, ganz fein sind. Schön satt bleiben und die erste Blume ist fertig. Bevor sie in den Backofen kommen, bestreiche ich die Blumen noch einmal mit ein bisschen Gomfi bestreichen. Die tut dann schön karamellisieren und gibt auch noch einen hübschen Glanz. Wer lieber Honig hat, kann die Blumen auch mit etwas Honig beträufeln. Den Backofen habe ich schon auf 170 Grad Umluft vorgeheizt. Das Gitter schiebe ich ganz zuunterst rein und die Blumen werden 30 bis 35 Minuten gebacken. Wenn sie aus dem Ofen kommen, sollten sie zuerst komplett auskühlen und nachher werden sie noch mit Puderzucker bestäubt. Und jetzt heisst es einfach nur geniessen. Wobei, sie sind ja eigentlich fast ein bisschen schade zum Essen. Aber trotzdem, einen guten!